Wir starten direkt sofort los und wir fangen hiermit an. Moment. Und zwar nämlich mit diesem Thema hier. Jetzt denkt er sich so, was holt er da raus? Sein kleines Täschchen oder so? Nein, das ist meine Maske. Ja, die ich jetzt seit, ich glaube, 2 Monaten schon besitze. Ja, hier, diese Maske hier, die jeder kennt. Mal so zu moderieren, das wäre doch mal was Besonderes. Und die standen irgendwie seit einigen Tagen in der Debatte. Ja, eine Maskenpflicht gab es so oder so. Oh Gott, ich kann damit wirklich nicht reden. Bevor ich mich hier aber auch gleich komplett mit meinen Kopfhörern komplett raushaue, geht es jetzt erstmal um dieses Thema, und zwar nämlich um die Schutzmasken nämlich hier. Und es geht nämlich darum, dass es in den letzten Tagen oder Stunden, nenne ich das mal, oder geradewegs am Wochenende, gab es darüber Diskussionen. Und zwar nämlich Diskussionen über diese Schutzmasken für den Supermarkt selbstverständlich. Denn, oder generell für den Einzelhandel. Denn Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen haben gesagt, Leute, wir wollen gerne die Maskenpflicht abschaffen. Wo ist denn eigentlich meine Dingensgrafik hin? Ich muss gerade nur ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe es verschludert. Deswegen gut. Egal. Geht schon gut los, die Sendung heute, ne? Ist aber heute mal ein turbulenter Tag gewesen in den letzten Zügen. Was soll's? Ja, und zwar nämlich wollten Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern nämlich die beiden Wirtschaftsministern dieser beiden Bundesländer, im Übrigen, die beiden kommen von der CDU, das nochmal kurz zur Erwähnung für die, die gerne darauf los hauen wollen, haben nämlich so gesagt, naja, es soll mal ein baldiges Ende mal an, sagen wir mal, ins Auge genommen werden, dass man irgendwann sagen kann, ab diesem Moment brauchen wir die Masken in Supermärkten, in öffentlichen Gebäuden, im ÖPNV nicht mehr. Ja, da kam aber eine ordentliche Welle nämlich an, und zwar nämlich nicht die zweite Welle, die jeder befürchtet, sondern eher eine Welle des Missverständnisses. Unverständnis, Missverständnis ist gefühlt eigentlich irgendwie dasselbe. Und es gab direkt sofort Diskussionen, und zwar mit allen 16 Gesundheitsministern, sprich alle 16 Landesgesundheitsminister inklusive des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, der das Ganze nämlich auch entsprechend sehr, sehr kritisiert. Und er selbst sagte dazu, ja, diese Maskenpflicht, sie soll bleiben. Und ja, sie bleibt auch natürlich für den Einzelhandel bestehen. Denn egal, ob da jetzt Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen was machen will, die Maskenpflicht soll bleiben. Sie soll bleiben, definitiv. Man denkt sich jetzt wahrscheinlich wirklich, warum redet man darüber? Warum diskutiert man darüber? Will man eine zweite Welle oder wie? Das denken sich wahrscheinlich sehr viele. Wahrscheinlich auch welche von euch denken sich jetzt so, ja komm, holt eine zweite Welle. Warum auch nicht? Danach wissen wir, dass viele Länder dann pleite gehen können und dann haben wir das nächste Problem vor der Haustür steht. Das denken sich wahrscheinlich so Einzelne, wo sich auch viele denken, die haben nicht mehr ein Rad, haben nicht mehr alle Latten am Zaun oder irgendwie sowas. Das denken sich einige irgendwo, ne? Das ist nicht meine Meinung, das denken sich wahrscheinlich Einzelne. Und dennoch heißt es aber von den Gesundheitsministern, allen 16 und natürlich, sagen wir mal 17, denn der Bundesgesundheitsminister zählt ja auch dazu, es wird weiterhin eine Maskenpflicht im Einzelhandel geben. Zur Begründung hieß es auch einfach, das dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, dass die Pandemie vorbei wäre. Dasselbe nimmt man ja auch geradewegs dafür, um zu sagen, das Testen ist auch eher generell unnötig. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das so klappt mit dem Mikrofon im Übrigen. Und dennoch hatten Harry Glawe und Bernd Althusmann, beide jeweils Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, am Wochenende angekündigt, dass es bald ein Ende geben sollte von dieser Maskenpflicht und damit wirklich eine Diskussion ausgelöst, wo viele wahrscheinlich eher auch sagen würden, ich glaube, die hatten am Wochenende nichts zu tun, die beiden Wirtschaftsminister. Auch die Kanzlerin musste sich dann entsprechend melden, aber auch die Vorsitzende der Partei, nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer, sie haben nämlich klar diesem ganzen Ende einer Maskenpflicht eine Absage erteilt. Und das ist auch richtig so. AKK sagte nach den Angaben von Teilnehmernkreisen in einer Videoschalte der CDU-Spitze unter anderem, es sei zu beobachten, dass immer mehr Menschen ohne Maske unterwegs seien, da sei es ein falsches Signal, die Maskenpflicht aufzuheben.
Nun gut, das ist wahrscheinlich auch eher so diejenigen, die entweder sagen, nun gut, ich habe meine Maske vergessen, dann fahre ich mal ausnahmsweise ohne, mit mir wird schon nichts passieren. Wir wissen ja zum Beispiel, oder einige wissen es wahrscheinlich von euch, die in Berlin nämlich leben, dass jetzt strenger in den ÖPNVs kontrolliert wird, wer da keine Maske trägt. Und eine Idee wäre das vielleicht sogar für Gesamtdeutschland, dass einfach mal die ganzen regionalen ÖPNV Unternehmen mal einfach mal öfter Kontrollen machen, um zu gucken, wer trägt eine Maske, wer nicht. Ne? Wäre eine Idee im Übrigen. Auch so in den Supermärkten, da hat man es auch schon öfters mal mitbekommen, dass entweder niemand eine Maske getragen hat, dann seinen Pulli hochgezogen hat. Will ich jetzt unbedingt nicht machen, weil sonst Mikrofon und so, ich werde es gleich woanders anstecken, Leute, keine Sorge. Andererseits natürlich mit möglichen Abstandshaltern, wie zum Beispiel Einkaufswagen, Wägen oder so, würde man das dann auch irgendwie machen. Da habe ich auch schon Diskussionen miterlebt, wo ich mir einfach nur denke, ja, sowas wird öfters kommen. Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, hat sich auch gegen eine Lockerung der Maskenpflicht ausgesprochen und sagte halt auch sogar, dass man auf die Experten hören sollte, sprich auf die ganzen Virologen und natürlich auch Epidemiologen, die ja nicht nur jetzt irgendwie große Podcast-Stars sind oder so, sondern auch wirklich einen Job machen, im Gegensatz zu anderen, wo man sich halt einfach denkt, die sagen es halt einfach, aber tun es wahrscheinlich nicht, ne? Und da muss ich niemanden drauf ansprechen. Er sagte in einem ZDF-Interview, unsere Expertinnen und Experten raten uns seit langem, an der Maskenpflicht festzuhalten. Ja, aber man muss auch mal sagen, klar ist, für viele denken sich so, ja, was soll denn die Maskenpflicht eigentlich bringen und so. Das Ganze ist eher so, dass man eher dafür sich, für die anderen sich auch noch schützt. Das heißt, trägst du hier eine Maske, ne? Dann Fahrgast, du hast das R vergessen. Deswegen hat sich der Dingens gemeldet. Deswegen habe ich es akzeptiert eigentlich mal, Astros, aber egal. Deswegen, eine Maske schützt nicht dich, aber eine Maske schützt die anderen. So. Und außerdem schützt es nicht mein Bart, weil dann muss ich mein Bart immer wieder waschen, weil, ne, ist eine andere Geschichte, deswegen will ich so sagen. Einerseits kann man es nämlich so sehen, dass diese ganze Diskussion um diese Maskenpflicht im Einzelhandel eigentlich kompletter Bullshit ist, weil man eigentlich auch ganz genau weiß, es geht über andere Themen zu reden, wie zum Beispiel, wann es mal so langsam eigentlich dafür Zeit wird, dass man ja mal endlich irgendwie Ruhe einkehrt, dass man ein Leben mit Corona führen kann und muss. Das versuchen ja einige, andere denken sich halt auch, ja, das wird doch eh nicht funktionieren. Andere wiederum haben ja das Thema mit Impfen, ja, ach, Impfen sage ich schon, tut mir leid, falsches Thema. Ich meinte natürlich testen, das war es, was ich gesucht habe. Ich muss mir ordentlich einen Schluck Wasser nehmen. Skillwasser ist im Übrigen gerade aus, deswegen. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Genau, wegen dem Testen. Und da hat ja Bayern ja angekündigt letzte Woche, dass das Bundesland ja komplett testen will. Hingegen findet das der Bundesgesundheitsminister nicht gut. Mit dem Grund, der nämlich auch nämlich bei der Maskenpflicht nämlich so ist, dass die bleiben soll, dass nicht der falsche Eindruck entstehen dürfe. Ja, ob man das gut sehen will oder nicht, das weiß man auch noch nicht. Aber ich bin mir auch definitiv sicher, und da seid ihr es euch wahrscheinlich auch, dass viele halt sagen werden, ich gehe mich dann nur testen, wenn ich wirklich die ganzen Anzeichen habe oder so. Das weiß selbst halt auch nicht jeder, ob das wirklich so dann halt der Fall ist oder ob es nur ein Schnupfen ist oder was weiß ich was. Also da will ich euch auch jetzt nicht irgendwie das Ganze so eine Sache machen. Hey, ich war heute beim Hausarzt, heute in Isolationshast. Isolationshaft? Okay. Ist auch nicht gut. Hier hat ein Busfahrer gesagt, dass sein Fahrgast entweder zu Fuß geht oder die Maske aufsetzt. Wenn er sie nicht aufsetzt, lässt er ihn von der Polizei rauswerfen. Das ist auch zum Beispiel die Möglichkeit. Ne? Wenn jemand wirklich, also wie gesagt, in anderen Ländern, da sieht man tagtäglich Leute mit Mundschutz rumlaufen und das selbst auch nur wegen den kleinsten Krankheiten, wo wir hier uns mal vielleicht einfach einmal dagegen impfen lassen oder so. Ich habe am Samstag hohes Fieber bekommen. Eieiei, Malastrus, ich hoffe wirklich jetzt nicht Covid-19, oder? Ne? Hoffentlich nicht. Naja, nun gut. Werden wir dann jetzt nicht thematisieren, aber zumindest das Thema ist jetzt auch zumindest hier durch, was das angeht. Die Maskenpflicht bleibt also. Das Ding immer schön dabei haben und ich zeig's euch. Jetzt ist das Fieber wieder weg, keine Sorge. Gut, da müssen wir uns keine. Gut. So, tun wir uns hier rein. Fertig. So.
So einfach ist das. Und dann vergesst ihr es auch nicht, ne? Also denkt immer bitte dran. Gut.